Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pokémon Sinch. Immer noch auf der Route. Gerade bei der Gatorade Ranch. Gatorade Ranch ahead. Ich habe jetzt mal ein bisschen gewartet, bis jetzt 20 Uhr ist, damit man auch schauen kann, was hier so los ist. Ob das nett wäre, das dann mit dem Part zu nehmen. Traumfresser. Grimday 10 Dampfende aus. Also ich nehme mal nichts, kann man auch als Süd übersetzen. Gedämpft. Weil das Pokémon ist ganz gut sein, dass wir es dann noch fangen können, oder? Trotz seinem süßen Aussehen. Ist halt ein Jäger. Ist die Träume von Leuten und dadurch sind die dann disorientiert und erschöpft.
für mich ist jetzt, fällt es auch ein, gerade ein, dass ein Pokémon das halt so ähnlich wie ein anderes Pokémon klingt. Lernung erwischt, ich werde ja beibringen, so mit meinem armen Dreamdaddy umzugehen. Was versuchst du mir zu sagen, dass er nur helfen wollte? Die Dreamdaddy hatten Traumeter auf mich halt durch das Fenster benutzt. Kein Wunder, dass sie so schlecht geschlafen haben. So. Diese schockigen kleinen Schufte. Makaber, hä? Die sind im Dream der Rest natürlich Feinde und immun zu deren Psychoangriffen. Ich könnte wirklich die Hilfe von einem gebrauchen, um meine Dream der Rest frei zu halten. Wie wäre es denn, Marco? Aber würdest du dann auf der Farm mit mir leben und mir mit den Dreamdaddy helfen? Ich habe einen neuen Freund gemacht, ja. Okay. Hier für deine Probleme. Doch ganz gut. Da wir es hier gemacht haben, können wir hier weitergehen. Gab's nicht, dass meine Pokémon süß sind?
sind also super stark. Ich werde es dir beweisen. Die ist wohl ganz schön schnell. Berry-Wächtern. Pokémon wechseln. Genau, was Erfahrung. Vielleicht sind sie auch nur niedlich. Das entwickelt sich. Schöne Animation. Feuergestein. Slingwald. Sonst kriegen wir alle. Simon, wo bist du hergekommen? Bis zum
Rossel in den Wald gegangen, oder? Das schätze ich dann. Route 3 ist kein Witz. Ich bin zum Wald gegangen, um ein paar neue Pokémon zu fangen. Ja, meine Pokémon sind ein bisschen angeschlagen worden, deshalb bin ich hier zurückgekommen, um halt durchzuatmen. Ja, wo wir schon dabei sind, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber wäre es dann mit einem Praxiskampf? Meine Pokémon sind auch gut in Form. Ich hätte Glück mit dem Lied. Das Team ist noch angeschlagen. Sein sollte ein Hochzugbieb ausweichen, das ist sogar schneller. Volltreffer. Okay, dann werde ich erstmal Rossel einsetzen und einen Trank nach meinem Starter zu heilen. Also, ich wundere mich jetzt, warum das dann steht, versucht einen Trank zu nutzen, anstatt nutzt einen Trank. Kann dann so etwas wie ein Trank nutzen auch schief gehen? Wenn ich es auch so schon schnell. Denn es war ein Treffer. Das liegt vermutlich auch daran, dass sie inzwischen entwickelt sind. Das war unglaublich. So noch ein guter Kampf geworden. Mann, du bist stark, Simon. Was ist dein Geheimnis? Ein Arena-Orden? Das ist so offensichtlich. Ich wollte diesen Dieb so sehr fangen, dass ich einfach an einem vorbeigelaufen bin. Aber du hast dir Zeit genommen, um zu trainieren. Schau, du hast ihn den Arena-Leiter besiegt.
Das bedeutet wohl, dass ich nach Kovazon zurück gehe. Ja, ich muss halt stärker werden, wenn ich die stärksten Trainer in der Region herausfordern will. Eines Tages werde ich den Typen besiegen und mein Aerodactyl zurückbekommen. Wir sehen uns dann, Simon. Und wenn wir uns wiedersehen, werden die Dinge etwas anders sein. Warte es nur ab. Das sieht dann doch zu schlecht für mich aus. Dann mache ich dann doch lieber einen Abstecher zum letzten Pokémon Center, um sicher zu sein. Wenn jetzt auch noch der Dieb plötzlich auftaucht, sehen wir alt aus. Natürlich kann mein Pokémon plötzlich nicht mehr auswechseln. Es ist einfach unmöglich zu fliehen. Aber es ist natürlich super einfach. Wie die weiter rumnerven, werde ich dann noch einen Schutz. Wir haben neue Mitglieder fürs Team bekommen. Jetzt muss ich mal umschauen. Okay, das ist dann die Sonnenversion vom Regengenuss. Das kann halt eventuell Beeren aufheben. Möchte ich dann das Team erstmal lassen. Bis dann.
im Wald. Vielleicht werde ich ja das im Wald dann beim nächsten Part dann machen, aber wir zumindest dann schon mal hingehen. Ich werde hier schon mal Schluss machen. Separat ein kleines bisschen kürzer, aber es macht ja nichts. Das ist jetzt auch hiermit. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part und bis dahin dann wieder noch ein schönes Wochenende. Sehen uns.